So Leute, ich bin heute bei meinem Kumpel, der macht am Polo 6N2 die Querlenker. Ja, ich filme das jetzt mal ab, dass ihr wisst, wie das halt mal repariert wird, falls mal einer das Problem hat. Und ja, los geht's. Da wäre jetzt geil so ein Schlüssel mit Ratschenfunktion. Ah. Das Problem ist, wenn du später weiter raufkommst und hast, dann kommst du da oben nochmal raus, weil die Antriebsmanschette im Weg ist. Das stimmt. Da kannst du nur noch so die Schraube rausbetteln. So. Jetzt ist er hausen. Also einen Austreiber kann man nur benutzen, wenn man neue Traggelenk reinmacht, ne? Ja, weil der Gummi dann beschädigt wird. Ja. Ach, scheiß Schrauben sind im Weg, sehe ich gerade. Naja, die mache ich schnell raus. Ah, jetzt geht's. Verloren. Schauen wir mal Platz. Draufgelenkt. Tschüss. Jetzt schauen wir mal da. Den Stabi rausmachen. Das stört er uns beim Rausmachen. Der ist eh. Kommt auch neu rein. Raus hat. So. Und dann da hinten ist er reingeschoben. Da muss man jetzt rausdrücken. Hier Lagerschaden. Ja, sieht man. Sieht man auch, dass er trotzdem so schief steht, ne? Mhm. Und sonst war er noch gut, gell? Sonst ging er eigentlich. Aber so alte Dinger reparieren lohnt sich nicht. Das ist natürlich alles schief fest, ne? Bis du reinkriegst. Wegen Flutsch hier, aber das hilft auch nichts, gell? Nein, viel. Drin. Ja? Ja, den ausrichten. Sind da komische Platten noch drin, oder? Die kommt oben drauf, die Platte. So. Sieht noch so schön neu aus da. Gell? In einem Jahr ist es nicht mehr so schön. Das stimmt. Da hätte es dann rein wieder gehen. Und es nehmen gleich wieder. Aber das ist scheiße jetzt. Oder? Oder willst du da mit dem Heber machen? Mach ich schon gleich. Will bloß nicht, dass ich das Gewinde so euch stauch. Ja. So. Zack. Eigentlich kannst du Druck ausüben, dann die Schraube reindrehen. Ach, halt mal rein. Oder? Ablassen. Nach. Erst ja. Die Schraube. Achso, die Schraube müssen dann noch stimmen. Sonst geht die später nicht. Sonst tun wir ja uns unnötig schwer. Und schon ist es schön drin. Wie schön. Jetzt können wir es noch festschrauben. Da wieder so ein blödes Sicherungsmodell. Ist das wieder dasselbe Schnitt oder müssen wir mal schauen? War wahrscheinlich. Gut. Also das muss man, wenn man es einbaut, mit der Zange zusammendrücken. Hier von der Seite kommt am besten an, wo die Unterlegscheiben sind. Und dann kennt er die Mutter rauf und sonst habt ihr keine Chance. Das ist zu viel Spannung. Ein bisschen. Ja.
wenn er fest kommt, ab. Genau. Und das wollen wir nicht. So, Draggelenk ist drin. Jetzt noch die Schrauben festmachen. So, das haben wir. Jetzt noch die zwei Schrauben festmachen. Das ist schon fixiert soweit. Mach ich schon noch fest. Querlänge wird drin. Wäre fertig. Dann gehen wir das raus. Das müssen wir zweigen. Den machen wir dann noch. Das ist dasselbe Spiel. So, ja. Wie lange haben wir gebraucht? Stunde. Also ihr habt es jetzt so grob gesehen, wie Querlänge gewechselt wird am Polo. Ist eigentlich beim 6 in 1 und 2 gleich. Und ja, wir machen jetzt die andere Seite noch und die geht genauso, wie wir jetzt da euch gezeigt haben. Und ja, ich wünsche euch wieder was. Servus, Leute.